Hallo liebe Trader und herzlich willkommen zu einem neuen Videotutorial mit devisen-handeln.org. Ja, im aktuellen Video soll es mal um ein Thema gehen, was anscheinend viele von euch beschäftigt. Ich habe schon einige Videos gemacht, jedoch die häufigste Frage, die mich erreicht, lautet, welchen Broker soll ich nehmen? Also, lasst uns heute einfach mal ein bisschen über Broker und verschiedene Handelsinstrumente reden, um euch da die Entscheidung in Zukunft ein bisschen leichter zu machen, zumal es ja auch im Moment heftige Verwerfungen auch in der Broker-Szene gibt. Durch den Entscheider SNB ist Alpari pleite gegangen. Einige Broker mussten schwere Verluste hinnehmen und deswegen sind jetzt vielleicht einige Leute auf der Suche nach einem neuen Broker und von daher mal diese Präsentation. Ja, die Frage nach dem richtigen Broker ist natürlich ungefähr so wie die nach dem richtigen Auto. Es kommt natürlich immer darauf an, was ich mit meinem Auto fahren will. Genauso kommt es darauf an, was ich mit meinem Broker traden will. Will ich Aktien traden? Will ich Futures traden? Will ich Forex traden? Will ich CFDs traden? Will ich Optionen und Zertifikate traden? Und dann kommt es natürlich noch darauf an, wie viel Kapital ich zur Verfügung habe. Das eine bedingt hier meist das andere. Also ich habe, je nachdem wie viel Kapital ich zur Verfügung habe, kann ich nicht alle hier genannten Instrumente traden, zumindest nicht erfolgreich. Und dann kommt es natürlich noch darauf an, welchen Stil ich traden möchte. Also ob ich lieber kurzfristig am Tag Scalping betreiben möchte, also nur sehr kurz und mit sehr engen Stop in den Markt gehen. Ob ich Daytrading betreiben möchte, also quasi auf Tagesbasis dann in den Markt gehen, ob ich Swing Trading betreiben möchte, also einfach die größeren Bewegungen mitnehmen, oder ob ich einfach entspannt eine Buy-and-Hold-Strategie realisieren will. Das sind alles Sachen, die ich mir vorher überlegen muss, bevor ich mich frage, zu welchem Broker ich gehen möchte. Ja, dann fangen wir einfach mal mit dem Aktienhandel an. Der ganz normale Aktienhandel, mit dem man quasi früher, wo es noch nicht diese vielen Derivate und Finanzinstrumente außer Futures gab, ja, da braucht man schon eine Kontogröße zwischen 50.000 und 100.000 Euro, um hier Geld zu bewegen. Das liegt daran, dass wir also keinen Hebel zur Verfügung haben und aber dadurch auch weniger Risiko. Das ist natürlich logisch, kein Hebel, weniger Risiko. Und wir haben leider etwas höhere Orderkosten, als es zum Beispiel oftmals bei Derivaten, also CFDs, der Fall ist. Meistens so 5 Euro pro Trade sind hier die Orderkosten. Ja, dafür hat man im Aktienhandel eine echte Teilhabe an der Firma. Das bedeutet, wenn ich mir Aktien einer Firma ins Depot lege, dann bin ich auch abgesichert von der Inflation. Die werden quasi in mein Depot gelegt und selbst wenn die Bank pleite geht, habe ich immer noch die Aktien dieser Firma. Ich bin an der Firma physisch beteiligt, werde auch zu Aktionärsversammlungen eingeladen und profitiere natürlich auch von Dividendenzahlungen, also die Gewinne, die die Firma an ihre Aktionäre ausschüttet. Das Positive beim Aktienhandel ist, ich habe das Risiko eines Totalverlusts natürlich nur bei der Pleite der Firma. Das heißt, wenn die Bank pleite geht, bei der ich mein Depot habe, habe ich immer noch meine Aktien im Depot. Von daher muss ich mich halt immer fragen, wenn ich jetzt Penny Stocks kaufe, ist das Risiko eines Totalverlusts natürlich sehr hoch. Aber wenn ich mir jetzt Aktien von der BASF oder von Daimler kaufe, dann kann man sich natürlich ausrechnen, dass das Risiko eines absoluten Totalverlustes sehr gering ist, also bei so großen Firmen, die auch noch physische Werte quasi hinterlegt haben, wie bei also ein richtig physisches Anlagevermögen, kein Luftvermögen wie bei Facebook oder Twitter, also richtig solide Firmen, die auch quasi noch in Zukunft Bestand haben werden, da ist das Risiko eines Totalverlusts verschwindend gering. Ja, und zu diesem Zweck habe ich jetzt auch neben dem Forex-Broker-Vergleich einen Aktienbroker-Vergleich eingerichtet auf devisen-handel.org, wo man dann eben quasi sich ein Aktiendepot mal aussuchen kann, je nachdem,
welches Ordervolumen man im Monat handeln möchte. Ja, dann gibt es auch noch Derivate und Zertifikate, die man traden kann. Dafür braucht man ebenfalls ein Depot. Es ist natürlich so, dass hier eine Hebelwirkung besteht und deswegen können wir solche Zertifikate, Optionsscheine oder CFDs ab einer Kontogröße von ca. 10.000 Euro handeln. Wir haben hier das Emittentenrisiko, das bedeutet, wenn jetzt die Commerzbank einen gewissen Schein ausgibt und die Commerzbank geht pleite, dann ist natürlich auch unser Schein futsch. Dafür haben wir natürlich keine Nachschusspflicht. Das ist ein riesiger Vorteil von Derivaten. Wenn ich mir jetzt einen gehebelten Schein auf den DAX kaufe für 1000 Euro und die Knockout-Schwelle wird erreicht, dann sind eben diese 1000 Euro hinüber. Aber ich kann jetzt nicht, wie im aktuellen Fall das passiert ist bei IG Markets, da hat ein Trader, ein Junge, auf den Euro-Schweizer Franken gesetzt, war wohl völlig überhebelt mit einer Margin von 2800 Euro, war er im Euro-Schweizer Franken Long und ihr wisst alle, das Debakel mit der Schweizer SNB, die den Mindestkurs von 1,20 aufgehoben hat. Was passierte mit diesem Trader? Der nächst ausführbare Kurs lag wohl bei Parität fast, also 1 zu 1. Sprich, der gute Mann hat jetzt 280.000 Euro Schulden. Ja, also das kann bei Derivaten hier nicht passieren, weil du kaufst für 1000 Euro deine Scheine und wenn dann eben die Knockout-Schwelle erreicht wird, sind die Scheine maximal wertlos. Aber es kann jetzt auch keine Nachschusspflicht geben. Alles, was ich empfehlen würde dazu, ist, dass man keine zu komplizierten Produkte wählt. Die Fantasien der Banken, die gehen hier quasi ins Unendliche. Capped Reverse, Bonuszertifikat, die zahlen dann eine Rendite, wenn eben der DAX jetzt innerhalb von 14 Tagen sich in einer Seitwärtsphase befindet, aber der Vollmond gleichzeitig scheint. Also irgendwelche ganz skurrilen Produkte, die einzig und allein wahrscheinlich der Finan dem Profit der Banken dienen. Also es wird wahrscheinlich nur wenig Menschen geben, die diese Produkte wirklich verstehen. Es wird vielleicht so sein, dass diese Produkte zum Abhedgen von anderen Depots benutzt werden. Davon gehe ich aus. Aber als privater Anleger, der keine Ahnung hat, noch keine richtige Ahnung von der Materie hat, sollte auf jeden Fall von komplizierten Produkten die Finger lassen. Ich habe zum Beispiel Optionsscheine. Das ist eine klare Sache. Entweder der Preis steigt über die gewisse Schwelle oder er fällt unter die gewisse Schwelle und ist dann eben aus dem Geld, er ist im Geld oder aus dem Geld und dann erwarte ich entweder eine Rendite oder der Schein verfällt fast wertlos. Dann handle ich noch Faktorzertifikate. Das ist auch sehr einfach zu verstehen. Entweder der Schein läuft für dich, dann haben wir es mit einem gehebelten Produkt zu tun. Das bedeutet, wir haben einen dynamischen Hebel. Wenn der DAX um 2% steigt und ich habe einen Hebel von 8, dann habe ich quasi einen Profit von 8% und das Ganze setzt sich dann so fort für die nächsten Tage und der Hebel wird jeden Tag neu berechnet. Das sind also wirklich ganz simple Produkte, genauso eben auch die anderen Hebelzertifikate, zum Beispiel gibt es auf den DAX auch Capped-Zertifikate, gehebelte mit Knockout-Schwelle und wenn dann eben der Knockout erreicht wird, dann verfallen sie komplett wertlos, das sind eben keine Endlos-Zertifikate. Das sind auch Produkte, die einfach zu verstehen sind, aber wirklich halt aufpassen mit Sachen, die man nicht versteht. Ja, dann kommen wir zu den Futures. Da haben wir eine Kontogröße von ab 100.000 Euro. Warum brauchen wir hier so viel Geld für die Futures zu traden, obwohl die ja immer so hoch gelobt werden, würde ich als Anfänger oder würde ich Anfängern
davon abraten, Futures zu handeln, denn selbst wenn ihr diese 100.000 Euro habt, sind die sehr schnell auch wieder weg, denn wir haben es beim DAX zum Beispiel mit 25 Euro pro Punkt zu tun. Das heißt, wir haben hier es mit mächtig Adrenalin auch zu tun. Und wenn ich euch mal ein Beispiel geben soll, wir haben, wenn wir uns hier ein Risiko überlegen von 0,5% und haben einen kleinen Stop von 20 Punkten, das ist wirklich nicht viel. Wenn ihr größere Swings handeln wollt, dann kann es schon mal sein, dass man vielleicht 60 Punkte braucht. Ja, und dann haben wir bei diesen 20 Punkten Stop, haben wir schon 500 Euro riskiert. Ja, wenn er also gegen uns läuft, dann haben wir ja schon 500 Euro verloren. Und aber wir haben nur einen Kontrakt, das bedeutet, selbst wenn er für uns läuft, ja, dann können wir nur einmal diesen Gewinn realisieren, den der Kontrakt generiert, aber wir können nicht im Laufe des Handels weiter ausskalieren. Ja, das heißt, wir können weder, wenn der Trade gegen uns läuft, weiter ausskalieren, noch können wir weiter ausskalieren, wenn der Trade für uns läuft. Und wenn wir mal ins Verhältnis dazu CFDs setzen, dann haben wir beim selben Beispiel, also 0,5% von 100.000, könnten wir 25 Kontrakte kaufen, haben dann ebenfalls unsere 500 Euro Risiko, aber wir können 25 mal ausskalieren, das heißt, wir können 25 mal Gewinne mitnehmen, beziehungsweise 25 mal, wenn der Trade von Anfang an brutal gegen uns läuft, können wir auch unser Risiko verringern, indem wir Kontrakte abverkaufen, wenn der Trade gegen uns läuft. Das bedeutet, eigentlich ist sogar die 100.000er Marke zu gering. Man müsste hier schon mit 200.000 anfangen, ja, besser sogar, also je größer, desto besser das Konto eigentlich. Dann kommt aber wieder die Frage auf, wie viel Geld will ich zum Traden überhaupt für dieses Hochrisikogeschäft überhaupt verwenden, ja. Wir haben also eine staatliche Einlagensicherung und machen wir uns nichts vor, die Broker, die können pleite gehen und ja, wenn eben dann die staatliche Einlagensicherung einspringt, dann sind das 100.000 Euro, aber wenn wir hier jetzt 500.000 Euro einsetzen zum Traden, dann ist der Rest einfach mal weg. Ja, dann haben wir hier als Instrument die CFDs. Durch den Hebel haben wir die Möglichkeit, ab einer Kontogröße von ca. 10.000 Euro anzufangen. Das bedeutet, wir können hier auch sowohl den DAX als auch gewisse Aktien-CFDs handeln, aber ich empfehle euch immer vorher beim Broker nachzuschauen, was bei den CFDs die einzelne Kontogröße, was die einzelne Tickgröße bzw. Punktgröße bedeutet. Also in der Regel ist beim DAX CFD ein Punkt, ein Euro, das ist wichtig zu wissen. Allerdings gibt es auch Microlot Broker, die sogar für den DAX bzw. für die Indizes kleinere Skalierungen anbieten, zum Beispiel bei Sensus Capital Markets, die bieten an, dass ich eben auch auf den DAX Microlots handeln kann und dann habe ich für 10 DAX-Punkte nur 1 Euro verloren im Risikofall und das ist sehr, sehr gut für kleine Konten, weil ich weiß ja genau, wie es ist. Die Leute machen ein Forex-Konto auf und wollen eigentlich Forex handeln mit 1.000 Euro und was passiert? Ja, sie sehen überall DAX hier, DAX da, lesen Analysen oder handeln andere Trader nach und die eben dann meistens mit größeren Konten den DAX handeln und dann handeln sie mit einem kleinen Konto den DAX und sind dann ruckzuck pleite. Ja, wo ist der Nachteil bei den CFDs? Also CFDs ist natürlich ein unregulierter Markt. Das bedeutet, die Kursstellung erfolgt durch den Broker. Ja, also hier ist immer der Broker der Kursgeber, weswegen auch ihr euch nicht wundern sollt, dass die Kurse, die CFD-Kurse vom FDAX abweichen. Das ist nicht weiter schlimm, das ist nur dann schlimm, wenn ihr jemanden nachhandelt, der den FDAX handelt und dann eben andere Kurse hat und sagt, bei 12.139 gehe ich short und ihr legt euch da einfach blind an derselben Stelle
eine Short Order in den Markt, ohne zu überlegen und ohne zu wissen, dass quasi der das CFD andere Kurse hat wie oder leicht abweichende Kurse hat wie der FDAX. Das macht dann überhaupt nichts, wenn ihr selbstständig nach Formationen handelt, weil es ja völlig egal ist, ob die Formation sich jetzt bei 12.400 oder bei 6.800 bildet. Es geht ja hier einfach nur um die Analogie der Formation und wenn ihr dadurch selbst diskretionär handelt, ist dies nicht weiter schlimm. Ja, es ist natürlich so, dass bei den CFDs habt ihr keine echte Anteilhabe an der Firma. Das bedeutet, ihr habt quasi, ja, ihr habt quasi kein Recht, an Aktionärsverhandlungen teilzunehmen. Ihr kriegt zwar die Dividende gutgeschrieben, aber das war's dann auch. Das Emittentenrisiko beläuft sich in diesem Fall auf die Pleite des Brokers. Der Vorteil ist, sie sind sehr flexibel skalierbar, wie ich eben schon ausgeführt habe. Ihr könnt also im Vergleich zum Future sehr viel kleinere Positionen handeln und damit eben auch ein viel kleineres Konto. Dann ist es natürlich so, dass man darauf achten sollte, wenn man CFDs handelt, ob der Broker ein Endlos-CFD anbietet oder ob diese eben gerollt werden. Gerollt werden heißt, dass hier alle paar Monate die Futures eben muss ein neuer Kontrakt aufgelegt werden und wenn man dann eben noch einen Trade laufen hat, dann werden diese Trades eben entweder einfach geschlossen oder sie sind plötzlich ohne Stop-Loss im Markt. Also man sollte immer die Verfallsdaten genau kennen, wenn man einen Broker hat, bei dem CFDs gerollt werden. Ich würde empfehlen, immer Endlos-CFDs zu nehmen, wie das zum Beispiel bei VR Self-Invest ist. Dort kann man sogar über Nacht seine Position schließen im DAX, im CFD. Das ist gar kein Problem. Dieses Rollen nervt ziemlich. Jo. Dann haben wir den Forex-Markt. Das ist eigentlich so der beliebteste Markt bei den Anfängern. Warum? Weil er ab 1000 Euro quasi durch das Traden von Microlots, durch das Angebot von Microlots möglich ist, wo quasi ein Pip quasi im Euro-US-Dollar dann 10 Cent sind und das war quasi ursprünglich mal, dass die Broker angefangen haben, das Trading auch für den kleinen Mann zugänglich zu machen und anzubieten. Mittlerweile ist es so, dass fast alle Broker auch CFDs anbieten, wodurch natürlich auch Leute mit kleinen Konten dazu verleitet werden, viel zu große Positionen zu traden. Ich kann mit dem 1000-Euro-Konto, sollte ich keinen DAX traden, auch keinen DAX CFD, weil allein schon ein 10-Punkte-Stop, und das ist wirklich nicht viel, kostet uns hier 1% unserer Balance. Wenn wir jetzt mal schon einen 60-Punkte-Stop oder so haben, dann sind wir schon 50 Euro los, ja. Und das ist für ein 1000-Euro-Konto, ist das auf Dauer, ist das zu viel. Also ich würde keinem empfehlen, mit einem 1000-Euro-Konto CFDs zu handeln. Wenn dann nur bei Sensus, wo man wirklich auch eben den DAX auf Microlots traden kann. Ansonsten strikt an den Forex-Markt halten und strikt nur Microlots traden, auch wenn es langweilig ist. Auch wenn die Gewinne hier im einstelligen Bereich sind. Da wissen die Verluste dann auch im einstelligen Bereich. Und dafür hat man dann eben ein ruhiges Trading. Ja, wir haben im Vergleich zum Futures-Markt oder zum CFD-Markt eben einen durchlaufenden Markt. Das bedeutet, auch nachts ist der Handel. Wir haben das kein Problem mit Gaps. Wir haben einen technisch sauberen Markt. Ja, keine Manipulation wie bei Penny Stocks. Ja, wir haben eben durch den offenen Markt eben keine Manipulation durch einzelne Marktteilnehmer, wie das schon mal passieren kann, wenn eben Insider-Trades durchgeführt werden und so weiter, wie das bei Aktien schon mal dann bei einem kleinen Volumen schon mal passieren kann. Trotzdem müssen wir auch im Forex-Markt, wie wir sehen, aufpassen, wenn Notenbanksitzungen sind. Es können hier also immer unangenehme Überraschungen kommen. Das ist vor allem bei Zinsentscheiden der Fall, bei FOMC-Meetings und so weiter. Da müssen wir wirklich auf der Hut sein, wie wir gesehen haben, durch den SMB-Schock.
Das Job wurde zum nächstverfügbaren Preis ausgeführt und das war in vielen Fällen die Parität, sprich Euro, Schweizer Franken 1 zu 1. Das bedeutet, 20 Cent auf einen Schlag wurden vernichtet, ohne dass zwischendrin ein Kurs generiert wurde, ohne dass die Liquiditätsprovider zwischendrin den Brokern irgendeinen Kurs gegeben haben. Das bedeutet, die Stops konnten überhaupt nicht greifen, weil eben viele Liquiditätsprovider sich geweigert haben, hier Kurse zu stellen. Einige haben bei 1,18 noch einen Kurs gestellt, das war es dann aber auch schon. Und viele eben haben erst ab der Parität wieder Kurse gestellt und dann war es natürlich schon zu spät. Das bedeutet auch für diesen hochliquiden Forex-Markt immer vorsichtig sein, wenn Zinsentscheide anstehen, FOMC-Meetings oder FED-Sitzungen. Dann kommen wir zur Regulierung bzw. Sicherheit der Einlagen. Wir sollten immer überprüfen, ist der Broker auch reguliert? Ja, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Dafür habe ich ab jetzt auch eine eigene Rubrik eingeführt im Forex Broker Vergleich, wo dann eben direkt auf die Seite der Regulierungsbehörde weitergeleitet wird. Man sollte dies auch immer überprüfen, denn ich habe in all den Jahren jetzt, in denen ich schon am Markt bin, einiges erlebt, dass gerade drauf geschrieben wird, wir sind BaFin reguliert, FCA reguliert. Und wenn man dann mal bei der jeweiligen Behörde nachschaut, dann war von diesem Broker überhaupt nichts zu finden. Es ist natürlich so, dass die Regulierung keine absolute Sicherheit garantiert, dass dieser Broker jemals pleite geht. Wir haben das gesehen bei der FX Direktbank, die durch die BaFin reguliert war. Oder wir haben es jetzt gesehen bei Alpari, der von der sehr nominierter Broker, der wurde von der FCA reguliert. Das heißt, diese Broker konnten trotz ihrer renommierten Regulierungen durch diese zwei sehr angesehenen Aufsichtsbehörden trotzdem pleite gehen. Das bedeutet einfach nur, dass eben nicht die Regulierung entscheidend ist, sondern wie viel man im Ernstfall aus der staatlichen Einlagensicherung wiederbekommt, beziehungsweise aus der Einlagensicherung des Brokers. Und deswegen sollte man eben auf segregierte Konten achten. Das bedeutet, immer darauf achten, dass man dem Broker nicht das Geld direkt überweist, sondern dass das Geld möglichst auf einen segregierten Bankaccount, zum Beispiel bei der Postbank, bei der Barclays Bank, ja, oder bei der Commerzbank, was auch immer, mit welcher Bank auch immer der Broker zusammenarbeitet, da solle eigentlich die Einlage hin überwiesen werden und der Broker schnappt sich dann nur die jeweilige Margin davon. Das bedeutet, im Fall einer Pleite des Brokers ist die Einlage safe, beziehungsweise wird dann von der staatlichen Einlagensicherung übernommen. Dann kommt noch die Frage, soll ich einen Auslandsbroker nehmen oder nicht? Da ist natürlich, hier kommt der Steuervorteil ins Spiel. Wenn wir also einen Broker mit Sitz in Deutschland nehmen, dann wird dieser die anfallenden Gewinne direkt mit 25% versteuern und an das Finanzamt abführen. Das ist einerseits eine Erleichterung. Andererseits ist es natürlich besser, wenn wir unsere Trading-Gewinne kumuliert reinvestieren können. Dazu habe ich auch einen eigenen Artikel geschrieben. Ist natürlich logisch, wenn wir am Ende des Monats unseren gesamten Gewinn wieder reinvestieren können, können wir höhere Positionsgrößen eingehen und somit schneller durch den Zinseszinseffekt weitere Gewinne generieren und dann eben einmal am Jahresende komplett versteuern. Das ist eben der Unterschied, ob man einen Auslandsbroker nimmt oder nicht. Innerhalb der EU ist natürlich zu empfehlen, durch die staatliche Einlagensicherung. Da haben wir hier folgende Regulierungsbehörden. Die FCA, das ist natürlich, hier sind segregierte Konten Pflicht. Die FCA ist eine sehr angesehene Regulierungsbehörde, die als sehr strikt und sehr hart gilt. Dann gibt es noch zusätzlich die Einlagensicherung im Rahmen des FCS, sind 50.000 britische Pfund auf die Margin, beziehungsweise 85.000 Pfund
auf die segregierten Konten. Das bedeutet, im Fall einer Pleite wird man bis zu 85.000 Pfund, die auf den segregierten Konten gelagert waren, wieder erstattet. Active Trades hat hier einen Sicherungsfonds, einen speziellen Sicherungsfonds nochmal eingerichtet, bei dem man bis zu 500.000 britischen Pfund im Fall einer Pleite wieder entschädigt wird. MFSAs, Malta Financial Services, weiß ich jetzt nicht, maximal 20.000 Euro werden wieder erstattet, plus die staatliche Einlagensicherung der Bank, wenn man die Währung in Euro, dänischer Krone oder britischen Pfund hält. Allgemein gilt, europäische Banken, hier gilt die staatliche Einlagensicherung von 100.000 Euro im Falle einer Pleite. Dann das nächste Thema ist, wie bereits angesprochen, besteht beim Broker Nachschusspflicht, ja oder nein? Ist jetzt natürlich gerade vor dem Hintergrund der S&P-Entscheidung wieder aktuell geworden, da viele oder einige Broker von den Tradern eben die Margin, die Verluste zurückfordern, ist natürlich einerseits verständlich. Der Trader hat sich bei der Registrierung vorab dafür entschieden oder hat akzeptiert, indem er eben die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Brokers angenommen hat, dass die Verluste über die Einlage hinausgehen können. Und indem der Trader bei gewissen Brokern dieses unterschrieben hat, hat er sich auch damit dazu verpflichtet, im Falle einer übermäßigen Marktreaktion, die nicht mehr von der Margin abgedeckt wird, eben auch für die Verluste, die er auf seinem Konto generiert, gerade zu stehen und auch das Konto wieder auf Null zu setzen zumindest. Das ist innerhalb von 3 Tagen normalerweise zu erledigen. Bei einigen Brokern ist es jetzt so, dass eben hier ein Rechtsstreit aufsteht mit einigen Tradern. Und einige Broker haben darauf verzichtet, haben freiwillig die Balance wieder aufgefüllt auf Null. Andere Broker sind jetzt in den Rechtsstreit getreten mit den Tradern, wo eben ein übermäßiger Verlust entstanden ist durch diesen S&P-Entscheid. Und deswegen muss sich jeder eben vorher überlegen, ob er einen Broker nimmt, wo diese Nachschusspflicht ausdrücklich rausgenommen ist. Das bedeutet, der Broker nimmt in diesem Fall den Trader von der Nachschusspflicht aus und übernimmt quasi in solchen Fällen das Risiko für den Trader. Es ist jetzt so, dass wir hier keinen Teufel an die Wand malen müssen. Diese Dinge wie mit der SMB, das passiert nicht alle Tage. Das ist völlig klar, aber man sollte sich doch bewusst sein, dass sowas passieren kann im Notfall und dass es auch einige in die Privatinsolvenz treiben kann, einige private Trader. Ja, wie ist es normalerweise? Also normalerweise ist es so, dass natürlich der Margin Call greift, wenn eine Position gegen uns läuft. Und das bedeutet, die Broker haben eigentlich normalerweise also alle Broker, auch die, die normalerweise Nachschusspflicht fordern, haben ein installiertes Sicherheitssystem, bei dem alle Positionen geschlossen werden nach dem First-in-First-out-Prinzip, wenn die erforderliche Margin zwischen 10 und 30% absinkt. Ja. Dann ist also Margin Call erreicht und dann werden die Positionen dicht gemacht, damit hier keine Verluste im negativen Bereich auftreten können. Bei dem S&P-Entscheid war es eben nicht möglich, weil der Kurs von der einen auf die andere Sekunde sozusagen von 0 auf 100 bzw. von 100 auf 0 fiel und von daher keine Kursstellung möglich war. Und der Stop in der Regel, also der Stop ist nichts anderes wie eine Market Order und der wird in der Regel zum nächst verfügbaren Preis ausgeführt. Ja, also es wäre hier auf der rechtlichen Seite auch eine gute Sache, wenn man wenn es möglich ist, einen garantierten Stop zu nehmen, dann ist schon mal besser. Ist aber trotzdem dann nicht völlig sicher, dass in solchen Fällen wie der S&P-Entscheid
dass der Trade aus dem Markt genommen wird. Also, ja, wie gesagt, nur, im Normalfall ist es so, dass der Broker die Position automatisch schließt, wenn die Margin auf zwischen 10 und 30% absinkt. In der Regel sollte man aber wenigstens wissen, ob eine Nachschusspflicht besteht beim Broker oder nicht, denn es generell gilt auch, dass einige Broker zwar auch die Nachschusspflicht ausschließen, sie sagen, das Konto kann niemals in den negativen Bereich kommen, wir übernehmen dies, schreiben aber gleichzeitig, dass dies nur für normale Geschäftsbedingungen gilt, beziehungsweise für normales Handeln gilt oder beziehungsweise nicht für außergewöhnliche Maßnahmen am Markt. Das bedeutet, hört auf zu zocken, also nicht einfach mit dem 1000-Euro-Konto jetzt hier ein Lot aufmachen und gucken, geht da hoch, geht da runter. Das sind solche Geschichten einfach nicht machen. Und dann zeigen sich die Broker, ganz viele Broker haben sich in diesem Fall mit der SMB, haben sich kulant gezeigt und haben eben die Balance von sich aus wieder zur Zufriedenheit ihrer Kunden aufgefüllt, haben die Verluste für ihre Kunden übernommen. Das ist ein großes Signal gewesen von vielen Brokern. Deswegen allgemein auch fair sein als Kunde. Nicht zocken, nicht mit kleinen Positionen völlig überhebeln, nicht mit 1000 Euro anfangen und dann zwei Lot aufmachen und gucken, was passiert, weil es einfach so schön ist. Weil wenn der Trade in die falsche Richtung läuft, kann es passieren, wenn was an den Sicherheitssystemen schief geht oder wenn nochmal so eine Art SMB-Entscheid kommt. Man weiß es nicht, die Märkte sind volatil, es sind politisch viele Dinge im Argen, es kann jederzeit irgendein Crash passieren. Und dann bitte einfach vernünftig handeln mit einem vernünftigen Risk- und Money Management und dann kann nichts passieren, dann ist man auch rechtlich auf der sicheren Seite. Ja, dann gibt es zum Schluss noch die Möglichkeit natürlich das Social Trading. Hier kann man andere für sich traden lassen, wenn man selbst gar nicht traden will oder nicht kann. Da gibt es die Social Trading Plattformen Eyondo, eToro und SuluTrade. Und da möchte ich euch dazu ein Artikel empfehlen im aktuellen Traders Magazin, den ich sehr interessant finde. Geht jetzt in den Kiosk, kauft das aktuelle Traders Magazin, beziehungsweise wenn ihr das vom, na was hatten wir, März noch bekommen könnt, da ging es quasi los. Es ist ein sehr interessanter Selbstversuch mit Eyondo. Dort könnt ihr ein Portfolio aus bis zu 5 Top-Tradern zusammenstellen. Wir haben FCA-Regulierung von Eyondo Markets und ja, und haben hier eben auch ein großes Auswahlpotenzial an Tradern. Und zum Beispiel kann man diese Trader auch selektieren nach ihrer Karrierestufe, beziehungsweise ob man nur Trader möchte, die Echtgeld traden oder auch Trader nimmt, die eben Demo traden. Dann ist natürlich so, dass Echtgeld-Trader hier ja, meistens ein genaueres Augenmerk auf ihr Risk- und Money Management legen als Demo-Trader, weil sie natürlich mit ihrem echten eigenen Geld mit im Risiko stehen und da natürlich keine Verluste machen wollen. Zu ZuluTrade kann ich nur sagen, Vorsicht, dort sind auch Expert Advisor unterwegs, von denen ich nicht viel halte. Das bedeutet, sie laufen oftmals einige Zeit lang gut, aber ruinieren dann schnell das Konto. Also wenn SuluTrade, dann besser keine EAs, weil diese automatischen Handelssysteme sind meistens nicht so, dass sie auf Dauer Profit abwerfen, weil sich die Märkte einfach zu schnell ändern und da kommt eine Maschine mit gewissen Indikatoreinstellungen einfach nicht nach. Ja. Jetzt kommen wir nochmal zur Ausgangsfrage und auch zum Ende des Videos. Welche Broker soll ich wählen? Jetzt nicht mehr welchen Broker soll ich nehmen, sondern welche Broker soll ich wählen? Habe ich deswegen mich dafür entschieden, für diese Formulierung, weil ich eben auch mehrere Broker habe, weil ich gerne mein Risiko auf mehrere Broker bzw. Depots verteilen möchte. Um es mal konkret zu machen, ich habe ein Depot bei der Aktionärsbank, dort handle ich hauptsächlich Optionsscheine und Zertifikate. Dann habe ich noch ein langfristiges Depot bei der Deutschen Bank, wo ich mehr Aktien handle nach der Buy-and-Hold-Strategie. Und dann habe ich noch zwei Forex-Broker,
wo ich eben mehr im Bereich Daytrading beziehungsweise sogar Scalping unterwegs bin. Das ist im Moment Sensus Capital Markets und FX Primus. Und der Vorteil ist, ich kann auf verschiedenen Konten eben auch verschiedene Strategien ausprobieren und die auch dann unterschiedlich tracken. Das bedeutet, wenn ich in einem Konto Euro, US-Dollar, Öl, Gold, ja, Austral-Dollar, alles Mögliche durcheinander handle, dann kann ich bestimmt auch profitabel sein, aber ich komme schneller dahinter, wenn ich verschiedene Konten nehme für verschiedene Werte. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Broker habe, bei dem ich einen guten Spread im Gold habe, dann komme ich auch hier schnell hinter meine Gold-Trading-Strategie und kann eben hier tracken, wie die einzelne Strategie, in der ich dann nur einen Wert handle, also zum Beispiel nur Gold, kann ich dann eben besser nachvollziehen, ob meine Strategie funktioniert, beziehungsweise wo hier noch Verbesserungspotenzial ist. Dann ist natürlich noch der Vorteil, dass verschiedene Broker verschiedene Vergünstigungen anbieten. Bei der Aktionärsbank ist das zum Beispiel so, dass die einen Deal geschlossen hat mit der Commerzbank, dass ich hier Faktorzertifikate kostenlos handeln kann. Ja, das ist sehr gut. Bei Admiral Markets hat man einen sehr günstigen Preis auf Gold. Ja, also das sind so verschiedene Dinge, wo man eben sich verschiedene Broker kombinieren kann und sich quasi die Rosinen rauspicken kann und eben von verschiedenen Brokern die besten Angebote wahrnehmen kann. Der letzte Vorteil ist, wenn ich mehrere Broker nehme, ich bin selbst dann noch im Fall einer Pleite eines Brokers immer noch handlungsfähig. Das bedeutet, die Auszahlung der Einlagensicherung dauert. Ja. Also das kann in der Regel schon 3 bis 6 Monate dauern, bis so ein Fall komplett abgewickelt ist, und dann bin ich einfach handlungsunfähig, wenn mein Broker pleite ist. Wenn ich mein ganzes, es das heißt ja, never all eggs in one basket, wenn ich all meine Eier in einen Korb gelegt habe, dann ist hier erstmal die Problematik, dass ich quasi das Geld komplett verloren habe, aber dass ich eben in der Zeit auch völlig handlungsunfähig bin. Habe ich mehrere Brokerkonten, dann habe ich immer noch einen anderen Broker, mit dem ich im Notfall oder im Ernstfall weiter traden kann, sofern ich eben meinen Lebensunterhalt mit dem Trading auch verdiene. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, und im nächsten Video werde ich euch mal einen kleinen Vergleich liefern mit verschiedenen MT4 Trading Tools. Ciao!